Hallo meine Lieben und schön, dass ihr alle heute eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Thema, was eigentlich mir sehr schwer fällt, mit euch drüber zu reden, denn ich glaube, was das Thema Probleme, Sucht und so, Essverhalten, Sucht und so, alles so ist, man stellt sich ja nicht gerne hin vor der Öffentlichkeit und sagt, hey, ich habe 15 Kilo Übergewicht, ja. Aber ich habe mich dazu entschlossen. Und wenn ich sage, ich will das öffentlich machen, dann mache ich das auch so. Und ich bin auch so der Typ, der sagt, ich will das jetzt durchziehen. Ich will eine Woche lang mich versuchen, so wie ich es schaffe. Also ich hoffe es, ich schaffe es. Ich möchte eine Woche lang mehr Eiweiß, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe essen. Ich werde euch in einer Woche auch das Ergebnis zeigen und natürlich auch werde ich euch berichten und immer so wie ein Food Diary werde ich euch zeigen, was ich alles so gegessen habe. Wenn du gerade eingeschalten hast, weil dich das interessiert hat, was ich dazu sagen habe oder vielleicht willst du auch abnehmen, ich möchte mit diesem Video erreichen, dass sich einige Menschen dadurch vielleicht motivieren, vielleicht einige Tipps davon rausnehmen. Ich bin keine Ärztin, auch keine Diätexpertin und sonstiges. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie ich und du, der vielleicht auch schon sehr vieles probiert hat. Vielleicht ist es gescheitert, weil ich dann doch wieder zu andere Sachen gegessen habe, weil ich das nicht konsequent durchgezogen habe. Problem war eigentlich das, dass man eigentlich, wenn man was machen will, man braucht einen Plan. Man braucht einen Plan, wie wenn ich jetzt diese Videos drehe. Wie schneide ich das? Was will ich den Zuschauern sagen? Was will ich ihm vermitteln? Genau, man braucht im Leben einen Plan, damit man sich eigentlich orientieren kann. Und genau das hat mir gefehlt. Ich habe schon ab und zu versucht, auch mit solche Eiweißshake abzunehmen. Aber gut, was esse ich davor? Ich esse davor einen Teller Spaghetti und dann ein Eiweißshake. Dann war das klar, dass das komplett in der falschen Richtung ging. Ne? Das heißt, es steht doch immer hinten bei diesen Verpackungen, wenn man jetzt Rossmann, DM, Bipa so einen Eiweißshake kauft, steht immer da hinten mit einer gewichtsreduzierten Kost. Ja? Steht da hinten, ja, man denkt sich, naja, man kann eh eine Pizza essen und dann noch einen Shake, man nimmt dann ab. Nein, 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 so ist das nicht. Also der Sinn der Sache ist, der Shake unterstützt dich eigentlich nur durch den Tag gut Vitamine zu haben, zu sättigen ein bisschen. Doch viele übergewichtige Leute, die auch den Shake genommen haben, den ich jetzt genommen habe, ich will jetzt keinen Namen sagen, weil ich keine Werbung machen will für irgendetwas, was mir nicht geholfen hat oder sonstiges, ja. Viele haben gesagt, naja, du sollst in der Früh einen Shake trinken am Abend. Aber danach hat er noch immer Hunger gehabt. Und der Bekannte hat gesagt, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe das nicht mit diesen Shakes. Was weiß ich, die Shakes haben 240 Kalorien. Ich schaffe es nicht. Ja? Genau da war der Fehler, weil da hätte man vielleicht sich mit ihm hinsetzen sollen und sagen können, okay, du kannst deine zwei Shakes essen, du isst eine warme Mahlzeit. Aber er hätte vielleicht auch zwischendurch auch Mahlzeiten essen sollen. Genau, dasselbe Fehler war auch bei mir. Ich habe, wie gesagt, meine Shakes gehabt, habe auch am Abend dann auch wirklich nichts gegessen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt mir noch eine Pizza oder was stopfe, dann werde ich nicht abnehmen. Das war mir klar, aber der Heißhunger war wieder größer. Der Shake hat mir nicht wirklich satt gemacht. Das war so wie eine Limonade, wenn sich das hört sich jetzt blöd an, aber es war so, ich war nach 20 Minuten wieder hungrig. Gut, das heißt, ich habe jetzt lange überlegt und ich bin jetzt auf den Punkt gekommen, so stopp Lola, du musst jetzt etwas machen. Ich bin öfters müde, schlecht gelaunt, auch in meiner Bewegung eingeschränkt, auch launisch, ja, das neigt eigentlich schon an, dass wenn man sich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt viel esse und dann mich auf der Couch lege, fühle ich mich einfach schlecht, mein Bauch ist voll, ich fühle mich einfach voll, ich kann da einfach nicht dann Sachen machen, die ich eigentlich machen will, zum Beispiel ich will meinen Kasten ausmisten, ich will die Schminksammlung einrichten, ich möchte ab und zu vielleicht auch mehr Videos machen,
mit euch vielleicht einordnen oder so. Ich schaffe es einfach nicht, weil ich irgendwie, mir fehlt diese Motivation. Dadurch, wenn man auch viel isst, wird man auch ein bisschen träge. Sogar mein Stuhl ist träge geworden. Ja, ich habe auch nicht regelmäßig Stuhl. Wenn man sich nur Fastfood reinstopft, habe ich gelesen, wird der Stuhl auch nicht besser. Das heißt, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie komme ich mit euch zu diesem Video? Mit einem Plan. Und ich werde diesen Plan, Leute, radikal durchziehen. Das heißt, wenn ich auch schlechte Tage habe, werde ich mir das aufschreiben und natürlich euch auch das mitteilen. Ihr wisst, ich bin ja ehrlich, alle, die mich schon länger verfolgen, ich rede da einfach und sage euch meine Meinung immer direkt. Ja, und ich werde euch natürlich sagen, gut, heute habe ich wirklich gesündigt, ich habe mir extra eine Schokolade genommen, ja. Aber wenn das jetzt einmal passiert, ist es gut. Wenn es aber dreimal passiert, dann hat diese Diät keinen Sinn. Und danach wird mich wahrscheinlich auch das schlechte Gewissen plagen. Ja, viele kennen das vielleicht jetzt, vielleicht wenn du jetzt nicht übergewichtig bist, aber vielleicht hast du genau eine andere Last. Vielleicht bist du Raucher oder trinkst gerne oder spielst gerne oder whatever. Ja. Viele haben in sich auch eine Last, die sie gerne bekämpfen wollen. Und ich kann euch eins sagen, man kann alles schaffen, wenn man will, aber es muss doch wirklich da Klick machen. Klar wollte ich abnehmen, meine 15 Kilo, aber ich war noch damals nicht bereit. Und jetzt ist es so, dass wenn ich zu Hause bin und sehe, wie schwer mir alles fällt, dieses Gewicht ständig rumzunehmen, dann sage ich jetzt einfach, stopp, ich möchte jetzt etwas erreichen. Ich möchte auf keinen Fall wieder dorthin, wo ich seit 3 Jahren war. Ich hatte einmal vor 3 Jahren starkes Übergewicht. Das kann man so, gerade in den ersten oder 2 Videos kann man, glaube ich, vielleicht es auch merken. Ich habe dann angenommen, meine Ernährung umzustellen, habe das aber dann auch wirklich gehalten und geschafft. Und es war jedes Monat 3-4 Kilo weniger. Und ja, nach der Schwangerschaft habe ich dann wieder abgenommen, da ist wieder etwas vorgefallen in mein Leben und ich habe das jetzt so ein bisschen Revue für mich passieren lassen. Ich bin oft in meinem Leben, wenn etwas Schlimmes passiert ist, habe ich immer angefangen zum Essen. Ich bin so eine Kummeresserin, das heißt, jedes Mal, wenn was passiert ist, wie mein Opa gestorben ist, wo ich 8 Jahre alt war, ist meine Mutter verunglückt, ein Autounfall. Und genau diese Sachen haben mich in diese gestörten Essverhalten geprägt. Und ich habe diesen Kummer nur so gelernt, durch Essen mein Kummer zu stillen. Und genau das war der Fehler. Denn als 8-Jährige hätte sich vielleicht jemand mit mir hinsetzen sollen und sagen sollen, mit mir einfach reden sollen und so, ja, und so habe ich das eigentlich von klein auf gelernt, wenn es mir schlecht geht, einfach zu essen oder besser gesagt zu stopfen. Und erst jetzt ist mir das bewusst eigentlich, wie lange das eigentlich braucht, bis man das eigentlich einem bewusst ist, ist eigentlich faszinierend, ja, denn wenn man sich alles Revue passiert, dann kommt man immer drauf, warum habe ich so viel gegessen oder warum habe ich das gemacht, warum habe ich da literweise Eistee getrunken, ja. Das würde ich jetzt nie wieder mehr tun, ja. Aber ja, geht einmal in euch rein und schaut einmal, wann isst sie mehr? Oder habt ihr irgendwelche Probleme mit der Schilddrüse? Oder Hormonprobleme, ja. Auch ich hatte Hormonprobleme, dann das war so ein Up and Down. Meine Schilddrüse ist so, dass ich esse normal in dem Zeitpunkt, wo ich das Problem gehabt habe, aber habe trotzdem zugenommen. Dann gibt es welche mit Unterfunktion, glaube ich, oder Oberfunktion. Da kann ich mir die 2 nie merken, da isst man und nimmt einfach nicht einmal 1 Gramm zu, ja. Also ich kann mich mal auch empfehlen, macht mal einen Blutcheck, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mein Blutcheck hat jetzt komischerweise vor 2 Monaten gesagt, dass meine dass meine Schilddrüse in einem grünen Bereich ist, das heißt, ich brauche keine Medikamente nehmen, aber es könnte sich ändern. Aber dafür mein Vitamin D-Mangel ist komplett im Keller, also da gibt es nichts mehr zu retten, aber dafür habe ich jetzt Vitamin D-Tropfen bekommen. Aber so ein Check wäre gar nicht mal schlecht. Macht einmal so einen Check, um einfach zu schauen, wo liegt bei euch das Problem, Hautprobleme oder so. Das kostet auch nichts mit der Krankenkasse.
So ein komplettes Blutbild heißt das, ja. Das würde ich euch mal an erster Stelle empfehlen, wenn ihr abnehmen wollt. Und ihr könnt es jetzt vielleicht, nächste Woche werde ich das Video hochladen, was ich da, Food Diary, was ich gemacht habe, um meinen Körper auszutricksen. Da werde ich ein extra Video noch machen. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel Information noch einmal gelabert. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Und ja, und seid dabei nächste Woche, wenn ich schaue, ob ich wirklich was abgenommen habe oder nicht. Ja, auf jeden Fall wird es noch ein Zwischenvideo geben. Da werde ich euch ein paar Rezepte und so noch berichten und, und auch zeigen, was man noch machen kann, welche Möglichkeiten und so. Das wird dann einen Teil 2 geben sozusagen. Ja, und ich würde jetzt einmal sagen, ich beende das Video, denn ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, dass ich das jetzt geschafft habe, euch das zu sagen. Ich habe dieses Video schon 3-mal gedreht. Also ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, mein Lieben, und danke fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr auch Probleme habt oder so, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ja, ich werde mich versuchen, bei euch zu melden. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in meinem nächsten Video, eure Lola.